Ein bisschen Death Cars. Ja. Also, zum Spiel. Death Cars ist ein futuristisches Rennspiel für PC. Also es spielt sich in der Zukunft ab. Es wurde 1998 in Deutschland erstellt. Der Entwickler ist Beam Software. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Auf jeden Fall Spielmodi, also Spielinhalt. Ziel des Spieles ist es, sich auf kniffligen Rennstrecken in vier unterschiedlichen Umgebungen. Da geht's zum ersten Stadt, Karibik, Antarktis und auf dem Mars. Den ersten Platz gegen 19 Gegner zu erkämpfen. Ja, natürlich hat das Spiel auch... Oh, Loading? Okay. Das Spiel hat natürlich auch auf den Autos Waffen. Und ja, da werde ich gleich mal mein Mauspad zur Hand nehmen. Aber ich glaube, nee, das ist nur... Das ist nur eine Vorschau, ja. Also da kann man jetzt schon mal sehen, also... Hier das Auto... Mal sehen, wann es endlich schießt. Hier ist man in der Fahrer. Da zum Beispiel jetzt. Bam! Da kann man so Waffen einsetzen. Okay. Press Enter. Also, ich gehe gleich mal Championship. Empty Slot. Name. Den Namen kann man hier rechts sehen. LB Free. Ah, das. Freerider 16. Oh, das hat nicht Platz. Okay, dann werde ich jetzt mal LB Free 16. Save Slots. Erstes. Na. Videos. Videos. YouTube. Und Team sind wir im Team Noobsinatoren. Hoppala. Also Team ist schon vorgegeben. Continue. Weiter. Also Beginn Season in einem Short Race. Wie schon gesagt, in der Stadt. Das zweite Karibik, das dritte Antarktis und das vierte Mars. Mal sehen, ob ich mit dem Mauspad auch fahren kann. Ja. Continue. Transmission Weapon. Transmission Automatic. Also, dass er selber schaltet. Okay. So, continue. Mal sehen, ob man hier auch mit X Gas gibt. Oder... wie gibt man hier Gas? What the fuck? Ne, hier kann ich mal nur mit der Tastatur fahren. Okay, wahrscheinlich schieß mit Leertaste. Wow, what the fuck? Ja, das ist so ein letzter Test. Mal sehen. Okay, hier bremst man. Position 20. Jetzt habe ich eine Waffe. Oh, wie setze ich die ein? Wahrscheinlich auf W. Oder auf Enter. Mal sehen. In den... lass mich mal sehen. Ja, das ist ein schöner Let's Test, aber wie setze ich die Waffe ein? Mit... Oh, mit Z. Mit der Taste Z. Wie Z. Hier haben wir den Mega Boost. Ja, und wieder runter. Ja, meine momentanen Fahrleistungen sind jetzt nicht so gut, aber es ist ja ein Let's Test. Ich spiele das zum ersten Mal. Wow. Natürlich grafikmäßig so unteres Niveau.
Z. Bam. Incoming. Wow, gut, dass ich da ausgewichen bin. Denn... Cheer. Wow. Weil... Incoming. Bam. Und weg. Ja, ich spiele das zum ersten Mal, wollte ich eigentlich sagen. Incoming. Wow, what the fuck. Weapon. Sorry für den kleinen Fail. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Wahrscheinlich wegen der Steuerungstaste. Oh, wieso lenkt diese Kacke nicht? Komm schon! Sixth Place! Ja, fürs das erste Rennen würde ich mal sagen, nicht so schlecht für ein neues Spiel. Continue. Sorry, ich weiß jetzt nicht, ob das aufgenommen hat. Auf jeden Fall ist das irgendwie so WTF-mäßig. Denn irgendwie kickt's mich laufend aus dem Spiel heraus. Also ich werde jetzt mal versuchen. Wow, jetzt sind wir auf der Karibik, oder ist das... Nee, das ist die Antarktis. Sorry, das ist die Antarktis. Und jetzt... Bam, shoot, bam, bam, bam. Ja, also ich habe herausgefunden, dass man nicht so... die Umschalttaste betätigen darf, denn... Das löst dann so eine Information aus. Also ich werde jetzt mal kurz... Quit Championship. What the fuck? Also, Quit Championship. Yes. Options gehe ich jetzt mal. Control. Joy, ne. So jetzt. Firegun Shift. Ne, nicht Shift. Space. Ja. Da drücke ich auf OK. Ich weiß nicht, wieso ich zwei Mauszeiger im Bildschirm habe und warum das so laggt. Aber egal. Jetzt gehe ich zu Game Select wieder. Und probier mal Time Trial. Continue. Begin Race. Death Cars. The Pole Short. Loading, please wait. Also, The Pole wird wahrscheinlich die Antarktis sein. Ja, da bin ich mir fast schon zu 2000% sicher gewesen. Also, Time Trial, wenn mich mein Englisch nicht verlässt, würde ich mal sagen, das ist das Zeitfahren. Und man muss einfach da die paar Runden fahren und so schnell wie möglich. Ist ja eigentlich klar, oder? So schnell wie möglich. What the fuck? What the fuck?
Okay, die Pfeile zeigen starke Kurve nach links. Wir bremsen runter, fahren schön gemütlich. Da! Ah, okay. Das habe ich vorher auch noch gelesen. Lap Record. Rundenrekord. Ich werde jetzt mal Lap 2 to 5. Lap 2 of 5. Wow, Breakdown! Und wieder raus. Ich werde jetzt mal in den Sicherungsraum gehen. Ja, Raum, Teil, Abteilung, Straßenabzweigung. Keine Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall kann man hier unter dem Rennen sich heilen lassen. Lap Record. Wow, 39, 67. Nochmal 2 Sekunden schneller. Ja, wenn ich die 2 Runden fertig habe, werde ich beenden. Und da bremse ich jetzt mal stärker. Ha. Schon im Vorhinein verabschiede ich mich. Ich hoffe, es das Tutorial, ja, nicht Tutorial, das war falsch. Das Let's Test hat euch gefallen. Und ja, ich fahre einfach noch jetzt diese Runde fertig und dann werde ich beenden. What the hell? Mal sehen. Also es ist ein ziemlich klassisches altes Spiel, aber es ist irgendwie auch cool. Ja, ich verabschiede mich jetzt und wir sehen uns beim weiteren Video von LP316. Ciao!